Grüß Gott, mein Name ist Jan und willkommen zu einer neuen Folge meiner Road to Rot PvP Serie. Viel Spaß! Here we go! Und ja Leute, es ist wahr, ich habe mal wieder mich dazu aufgerafft, ein neues Minecraft-Video aufzunehmen. Und wie ihr wahrscheinlich denkt, bin ich wieder mega scheiße geworden. Ich habe schon, ungelogen, ewig lang kein Minecraft-PvP mehr gespielt. Lol, was hatte denn der? Und ja, das heißt, dass ich mich erstmal wieder ein bisschen hier einspielen muss und wieder in den Flow reinkommen muss. Aber ich denke mal, das werden wir bestimmt noch schaffen. Okay, da geht auf den Bogen. Oh lol, gegenseitiger Treffer. Nice. Lololololol. Lol, der hat ein bisschen geleckt, aber ich habe ihn trotzdem bekommen. Nice. Ja, ewig lang kein Minecraft PvP mehr gespielt, aber dann im zweiten Kampf schon gleich einen Win rausgehauen. Das motiviert natürlich. Okay, der hat sich, glaube ich, gerade ein bisschen komisch... Der bewegt sich mega komisch, der Typ. Aber ich denke mal nicht, dass das ein alter Hackersohn ist. Aber ich... Dir bringt hier leider Spinnweben herzlich wenig. Die kann man nämlich mit Schwertern sehr schnell abbauen und die hat sich selbst angezündet. Lol, GG, GG. Und er ist verbrannt. Nice. Ich hätte nicht erwartet, dass das jetzt gleich so schnell so gut läuft. Ich hätte gedacht, ich muss erstmal eine Timelapse machen, die ich mich ein bisschen einspiele. Aber es geht tatsächlich recht gut. Ich habe auch neulich mal den 1 vs 1 Modus auf Gommel gespielt und ich muss sagen, dass ich... Oh lol. Dass ich Gomme 1 vs 1 mega komisch spiele. Also da fühlt sich alles irgendwie so, ich weiß nicht, so schwammig an irgendwie. Keine Ahnung, auf alle Fälle gibt es da die krassesten Kombos der kompletten Welt. Okay, das war scheiße gespielt von mir. Sollte ein bisschen mehr auf Taktik spielen und nicht immer gleich auf Krawitschko gehen. Aber, naja, ich spiele eigentlich immer so. Okay, warum liegen hier Seeds rum? Sehr komisch. Okay, der will mir Low Ground geben. Da sage ich nochmal ganz gerne Nein dazu. Hallo, hallo? Okay, gut. Ich versuche ihn aber jetzt mal hier runter zu... Lol. WT... What? Okay, was war gerade mit dem los? Der scheint gerade ein bisschen auf LSD zu sein. Sehr komisch auf alle Fälle. Keine Ahnung, was mit dem gerade war. Ich mag ihn jetzt auch nicht als Hacker beleidigen. Alles klar. Ja. Ja, genau. Und das ist der Grund, warum ich mich von Minecraft PvP abgewendet habe. Die ewigen, kompletten Fuck-Scheiß-Trick-Kombos. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Die fucken so hart ab. Ich habe auch schon mal... Ich glaube, ich wollte sogar mal ein Splatoon-Video machen, aber ich bin irgendwie echt nicht dazu gekommen, das aufzunehmen. Naja, vielleicht irgendwann später mal. Aber in letzter Zeit habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund eh nicht so viel hochgeladen. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie nicht ganz so viel Bock drauf. Aber heute hatte ich mal, ja, ja, ich hatte echt Bock drauf, heute wieder Road Trot GP aufzunehmen. Und weil es auch Sonntag ist, ging es eigentlich ganz gut und letzte Woche ist ja auch die Glitch-Show erschienen. Ja, und wie gesagt, ich wollte ja eh immer jeden Sonntag abwechselndes hochladen, dass für jeden was dabei ist. Oh ja, das war mal wieder schön, Angel. Und was machst du? Scheiße, ich werde verkacken. Oh! Was? Ihr hattet doch bloß ein halbes... Wieso zweieinhalb Herzen? Okay. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen gewundert. Nee, warte. Ist es der Typ, der Freund, der mir die... ja, irgend so eine krasse Kombo gedrückt hat? Ich weiß leider nicht genau den Namen dafür. Irgendwie Estep oder 8-Block? Ach, keine Ahnung. Oh ja. Ja. Ja, ja. So wie der... So behindert wie der spielt, ist es der Typ.
Mhm, das ist der Typ von vorhin, der mir die OP-Kombo gedrückt hat. Ah, komm, come on. Come on. Gott, ich bin so scheiße geworden. Ich war zwar eh nie gut, aber so schlimm wie jetzt gerade war schon ewig nicht mehr. Mhm, der mag jetzt auch gleich nochmal einen Goldapfel fressen. Der lägt doch so komisch. Der ist komplett wirr, der Typ. Was ist denn eigentlich gerade mein Ping? 37, okay, ganz normal, ganz normal. Okay, dann heile ich mich nochmal ein bisschen hoch. Und der Typ da, der spammt ein bisschen. Am liebsten würde ich den jetzt reporten, weil... Okay, wieder ein Spectator-Action. Oh, GG. Huh? Hat der jetzt auf seine Kombo vertraut, oder wie? Nee, nicht mit mir. Okay, dann muss ich sagen, das war echt schon gut gespielt. Eigenlob stinkt zwar, aber... Da muss ich mich jetzt gerade selber loben. Okay, und der geht gleich mal auf Gravitschko, der Typ hier. GG. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier jetzt gerade von Kid? Okay, eine seltsame Sortierung ist das jedenfalls. Vielleicht ist auch meine Sortierung seltsam, aber... Naja, egal. So. Gut. Kennen wir hier unseren Gegner? Nee. Wow, creepy Skin hat der aber schon gerade. Zack. Ah, schade. Ich hätte gedacht, den kriege ich jetzt noch ganz gut. Oh Gott, was ist denn das für ein crazy Schwert? Nee. Oh ja. Oh, der hat jetzt hart gefressen. GG. Den haben wir jetzt krass gegeben. Und der Typ hier fuckt ab. Ich glaube, den reporte ich jetzt einfach mal. Ganz böse. Report done, slaughter, chat report und bye-bye. Okay. Okay. Das war jetzt zwar gerade unangebracht, aber der Typ hat mir jetzt gerade echt abgefuckt. Jetzt mal natürlich noch den Chat ausstellen können, aber dazu war ich jetzt einfach mal zu faul. Das soll er natürlich auch noch seine gestreckte Strafe dafür kriegen. Okay. Gut. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Ein Bowspammerino-Typ. Yo. Yo. What the fuck? 11,5 Herzen? Okay, den Typ habe ich nicht gestanden, ja genau. Den Typ habe ich jetzt gerade nicht so ganz verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch so ganz legit war. Der hat nämlich auf einmal irgendwie richtig Gas gegeben. Okay. Au! Sag mal! Hm. JJ! Gut. Wieso ist dieses... Wieso machen sich Leute ein SG-Kit, wenn es eh ein normales SG-Kit gibt? What the fuck? Lol, beide haben das Kopfball verkackt. Stirb! Danke. Und damit soll es auch mal wieder von dieser Folge Road to Rot PvP gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir waren heute gar nicht mal so scheiße, obwohl ich schon ewig lang nicht mehr Minecraft PvP gespielt habe. Naja, ist anscheinend wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Und ja, dann lasst irgendwie eine Bewertung da. Bewertet das Video, damit ich mich irgendwie verbessern kann. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.